Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, beeindruckende Bilder hier immer noch, die wir ja das letzte Mal im letzten Bad ganz zum Schluss gesehen haben. Ups, was war das denn? Ein kleiner Ruckler. So, ja, das hier sind die Waldheimer Türme. Die haben wir jetzt natürlich erkundet. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Dort können wir uns natürlich dann hinbegeben. Hier ist Guldunfelsen, die Riesen, ja, die uns zerschmettern würden. Hildegunds Grab, das ist dann unser nächstes Ziel. Aber, da könnte man... Da sind wir gerade. Und ich möchte jetzt aber erst einmal nach Flusswald reisen. Denn ich hoffe mal, dass jetzt das Handelskonto wieder ein bisschen mehr Geld hat. Denn ich muss ein paar Sachen verkaufen. Und um ehrlich zu sein, fände ich es blöd. Ach so, ja, müssen wir... Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Ja, hast du recht. Deswegen habt ihr mich. Wir schlafen einfach mal. Wir haben es 2.18 Uhr. Um 10 machen die Läden wieder auf. Also 8 Stunden schlafen. Zack. Nicht 11, sondern 8. Die schlafen wir jetzt einfach mal. Denn es bringt ja nichts, mitten in der Nacht da einzusteigen, da kann man nichts mehr verkaufen, dann wären die böse auf uns. Die Wachen würden uns vielleicht noch verzeihen, wenn wir denen erzählen, wer wir sind, aber letzten Endes bringt es uns einfach nichts und rein gar nichts. Bei Shaw, was wollt ihr? Sachen verkaufen. Ach so, das ist ja gar nicht dein Haus. Das Haus vom Handelskonto, so rum. Dein Haus. Hoppsa. So, Handelskonto auf Flusswald. Mal schauen. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Ja, gern geschehen. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, gern geschehen. Luca, ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Ja, mag sein. Aber was habt ihr zu verkaufen? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gut, dann zeig mal. Zeig mir dein Zeug her. Und ich zeig dir meins. Ja, das klingt wie... Ja. Ne? Ich zeig dir meins, du zeigst dir deins. Ach nee, du zeigst mir deins und ich zeig dir meins. So rum. Klingt wie, ja, ihr kennt das, ne? Wahrscheinlich. Wir waren alle mal in einer Jugend oder jugendlich. Jagdbogen, den, was hat er denn jetzt? Lucan Valerius, Gold, 750. Ja, natürlich. Er hat wieder Gold, ordentlich Gold. Das heißt, wir können das verkaufen. Den alten Nordbogen, den möchte ich eigentlich Lydia geben. Das werde ich auch machen. So, der orkische Kriegshammer. Den verkaufen wir. Die Holzfäller-Axt behalt mal, Spitzhacke behalt mal. War es das hier schon? Okay, das war's hier schon. Wir müssen gleich mal von Lydia das Zeug nehmen. Eisenhelm, Eisenstiefel, die Stahlrüstung. Okay, und das war's schon. Rolle der Geißel der Untoten. Ich glaube, die kann man benutzen. Ach so, das ist dann wahrscheinlich wieder so. Ja. Ein Item für den Kampf. So, Bücher, Sonstiges. Was haben wir denn bei Sonstiges? Den Amethysten. Den könnte man eigentlich verkaufen. Dietrich Baldner, Drachenknochen. Redekunst verbessert auf 23. Sehr schön. So, Granatstein kann man verkaufen. Die Schaufel, die behalten wir mal sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob es uns irgendwas bringt. Stahlbachen behalten wir natürlich auch. Ach so, du sagst gar nichts weiter. Okay. Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Auf meiner Liste wirklich nicht ganz oben. Nein. So, gib mal. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, ich muss dir mal gerade was wegnehmen. Und zwar Sonstiges. Mal wieder in den Wolken. Vergesst einfach, dass ich etwas gesagt habe. Was nehmen wir denn jetzt einfach mal ihr ab zum Verkaufen? Den Stahlzweihänder, den kann man verkaufen noch. Und... Ja, eigentlich müssen wir das ganze Zeug hier loswerden. Wäre vielleicht schlauer gewesen, einfach mal... Die braucht gar nicht unsere Eisenpfeile, kann das sein? Ah ja, gut. Wir verkaufen einfach mal den hier noch. So, zack. Geht ihr voran? Ja, ich gehe erstmal zum Lugan. Das Flusswald-Handelskonto hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Der ist schön. Was hast du denn? Für manche ist es Ramsch. Für mich... Sind es Schätze? Ja, für mich sind es meistens auch Schätze, die ich verkaufe. Schätze in Form von Gold sind mir aber wesentlich lieber. So, Waffen. Du kriegst natürlich noch... Moment, wo haben wir es? Das hier und das auf jeden Fall. Was ist denn? Dann haben wir ja noch mehr. Was mal... Naja, gut.
Bis zum nächsten Mal. Dann werde ich nämlich sagen, wir reisen jetzt einfach mal erstmal hier raus wieder nach Himmelsrand und dann auf die Karte nach Weißlauf. Zu unserem Häuschen. Ja, wir machen mal eine Schnellreise dahin. Denn das müssen wir jetzt nicht extra alles nochmal abklappern. Wie gesagt, ich will eigentlich nur das Zeug loswerden. Ich möchte, dass Lydia wieder Platz an ihrem Inventar hat, beziehungsweise in ihren Taschen. Und ich brauche wieder Platz in meinen Taschen. Dementsprechend wäre es natürlich blöd, wenn wir jetzt mit voller Beladung hier direkt wieder rausgehen. Also zack, alles hier zu Hause abgelagert. Wir könnten jetzt natürlich auch schon zum Avenici gehen und entsprechend noch mehr uns... Moment, im Schrank war da, glaube ich, ne? Da haben wir es eingelagert, das Zeug? Nee, haben wir nicht. Welcher Schrank war es denn? Die Kommode hier war es. Genau. Riesengroße Kommode. So. Das Familienschwert, das geht natürlich nicht raus. Den Nordbogen, den wollte ich Lydia geben. Begleitung. Sonstiges. Ich will gar nicht ausrüsten, ich möchte den da reintun, danke. So. Wolfsbells geht auch da rein. Lydia? Da. Bin immer noch da. Ja, das freut mich, junge Dame. Wie kann ich euch dienen, Tane? Indem du zum Beispiel einfach mal bei uns bleibst. So, wir nehmen einfach mal das. Das tun wir alles einlagern. Silberring auch. Eisenfall. Oh, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. So, ja, das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und mehr hat sie, glaube ich, gar nicht. Bekleidung, das hat sie an. Okay, so, wir gehen nochmal hier rein. Ne, Moment, ich will die weiterhin verwenden, aber ich möchte dir gerne noch die Eisenpfeile wieder zurückgeben. Genau, und zwar hast du 100 Stück. Das ist für uns besser zu merken, wenn wir ihr jetzt 100 Stück... Ne? Ach ja, ich liebe meine Maus, ja, also, und mit Maus meine ich wirklich meine Maus hier immer recht, ne? Ja, ja, ich trage zu viel, zack. Dann mal los. Kommode, zack, einmal das Zeug wieder rein. Waffen. Also, ich wollte ihr den Nordbogen noch geben, ich vergesse das immer. So, zack. Moment, was habe ich denn jetzt gemacht? So, das wieder und... Nee. Och, was mache ich denn, Leute? Ja, manchmal bin ich ein bisschen dappig, ein bisschen verwirrt. Was heißt verwirrt, ist auch das falsche Wort, aber... Naja. Wie dem auch sei, wir packen das Zeug mal da rein. Den Stahldolch, der geht weg. Stahlkriegsaxt, zack, zack, zack. Stahlstreitaxt. Bekleidung, beschlagene Rüstung. Das müssen wir alles irgendwann mal verkaufen. Wäre natürlich schön, wenn wir irgendwo einen Händler finden, der ein bisschen mehr als die 700 obligatorischen da hat. Entsprechend wäre es natürlich auch einfacher. Mal die Bücher, die gehen wir anders rein. Zutaten können wir hier natürlich auch bunkern. Elfenohr. Fackelwärmchen Brust, die können wir erstmal probieren. So, Ausdauer wiederherstellen entdeckt. Okay. Die probieren wir auch. Die Eier, Magieresistenz. Okay. Knoblauch hat man schon probiert. Das auch. Die auch. Salz, Anfälligkeit für Magie. Okay. So, das hat man noch nicht probiert. Das schon. Und Weizen. Ja, genau. Zack, einmal da rein. Sonstiges. Bügeleisen. Leg mal ab. Drachenschuppen, alle drei. Das Gold behalten wir bei uns. 1178. Der Topf geht rein. Die Schaufel. Wobei die Schaufel eigentlich eher nicht. Kommode. Schaufel. Da. Die hätte ich gerne wieder. Danke. So, und dann haben wir nämlich wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, 201 von 315. Das sieht schon mal wesentlich besser aus. Wobei, Objekte, Waffen. Den Nordbogen geben wir ihr natürlich noch, denn sie wird jetzt 12 frei. Und natürlich die Bücher, die kommen hier in die Truhe. Natürlich, unsere Aufbewahrungstruhe. Ich will nichts nehmen. Ich will aber alles davon reingeben. Kann man das irgendwie alles beschleunigen? Eher nicht. So. Das behalten wir mal lieber. Okay. Ah, jetzt waren wir im Flusswald und ich war nicht beim Sven. Naja, egal. So, wir haben jetzt wieder ordentlich Platz hier drin.
Dann sprech mal kurz mit Lydia. Wir geben ihr natürlich noch den Bogen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Genau, mit dem Bogen, bevor ich es vergesse. Denn ich kenne mich. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann machen wir es wahrscheinlich nie. So, Waffen, Begleitung. Genau, Eisenpfeile hast du schon mal. Du bekommst jetzt von mir noch den alten Nordbogen. Geben, genau. Und den Rest, den behalten wir natürlich. Dann mal los. Lydia? Dann komm mal rein, Lydia. Danke. Und bevor wir jetzt natürlich erstmal hier raus, aber bevor wir jetzt wieder zu den Waldheimer Türmen mit einer Schnellreise begeben, schauen wir gerade mal in die Quests rein, denn wir haben das eine Schwert gefunden. Fremde, die Röten bringen Nesseln. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Quest das war. Verschiedene. Hier. Bringe Amrens Familienschwert zu Amren. Und da ist nämlich jetzt auch die Frage. Hoppla, wir hätten eigentlich direkt mal gucken können. Wo der ist nämlich. Ist der hier in Weißlauf irgendwo? Ich spreche mit den Graubärten. Ne, das ist mir auch klar. Aber wo er ist, das zeigt uns natürlich keiner an, ne? Amren. Wir sind hier. Ich weiß gar nicht, wo der nette Herr... Achso, wir haben ja auch noch das Haus, genau. Wir sprechen mal mit dem Mädel. Wenn ich jetzt wüsste, wo Amren... Gott, die reden ja alle durcheinander. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nassim. Amren, halt! Amren! Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Nee, habe ich nicht, aber ich habe euer Schwert gefunden. Ihr habt es gefunden? Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Danke. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Ne, das freut mich aber. So, einhändig verbessert auf 30, sehr gut. Und Blocken verbessert auf 28, auch sehr, sehr geil. Abgeschlossen, bringe Amrens Familienschwert zu Amren. Ja, mehr gibt's ja offenbar nicht. Okay. Sie überfallen die Höfe und stehlen Nahrungsmittel. Und jetzt, das kleine Mädel müsste hier oben sein. Ja, ja, ja. So, wo ist es? Da vorne ist das Mädel. Mit dem reden wir auch gleich mal. Dann, wir haben jetzt hier einen zu Hause. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Ich könnte dich adaptieren, wenn du willst. Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama... Seit sie gestorben ist. Leute, ich mach das mal gerade vor, weil das kennen wir ja schon. Ich wollte hier drauf tippen. Ich vermisse meine Mama so sehr. Ja, ich könnte dich adaptieren, wenn du willst. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann? Ja, ich habe ein Haus, aber kein Zimmer. Wie, aber kein Zimmer für euch? Ah, gut. Trotzdem vielen Dank. Okay, Leute, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wisst ihr was? Und ich weiß, es ist natürlich jetzt nicht das, was ich gesagt habe oder was ich euch versprochen habe, was wir direkt machen. Aber ich will jetzt, wenn wir einmal hier in Weißlauf sind, direkt zum... Ja, ja. Ja, einen haben wir übrigens erledigt, Kumpel, ne? Nur um dir das mal zu sagen, da ist Lydia. Nein, ich möchte mal gerade zum Avenici und mal gucken, ob wir bei dem irgendwie noch ein Zimmer beauftragen können. Weil ich möchte das kleine Mädel dann doch schon irgendwie... adaptieren und wissen, dass es ihr gut geht, ne? Also, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, warum denn auch nicht? So, jetzt ist nur die Frage, wo er ist. Du bist da. Ist er vielleicht hier drin? Aber hier ist wahrscheinlich nur der andere Typ. Ja, da ist nur der andere Typ. Die Kinder. Zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Ja, hat er auch vollkommen recht. So, aber wo ist der? Das sind die Jahrgemächer. Oh ja, die Großstufe. Ist er vielleicht hier irgendwo? Alles in Ordnung? Na klar, bei mir ist immer alles in Ordnung, Kumpel. Da vorne ist er nämlich tatsächlich. Okay, hat man das schon einen richtigen Riecher? Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ja, mein Vogt, komm mal her. Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen?
Ich habe ein Haus und ich würde es gern weiter ausbauen. Was ist die Geschichte? Erzählt mir etwas über Stadtviertel? Nein? Hallo? Was ist das denn jetzt? Warum haben wir... Moment, ich gehe nochmal raus. Ja. Die Aufgaben eines Vogtes sind wichtiger, als die meisten annehmen. Der Jarl bittet mich zum Beispiel oft um ein... Das ist eine... So, das kann man zwar alles schon... Ich will aber nochmal was ausprobieren. Olaf Kittet. Ja, genau. So kam es, dass unsere großartige Festung seit diesem Tag... Okay, es taucht hier nichts auf. Namen Drachenfeste trägt. Diese ganze... Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen schön. Und auf den Feind richten. Na gut, wisst ihr was, Leute, dann begeben wir uns jetzt erst einmal... Törtchen. Wir begeben uns jetzt hier hin und dann laufen wir jetzt zu Hülgrunds Grab, weil ich muss mich dann erstmal schlau machen, wo man das alles dann jetzt verbessern kann. Ich weiß es nicht. So, schnell nach Waldheimer Türme reisen, na klar. Die Kuh gehört zu den am weitesten verbreiteten Haustieren in Himmelsrand. Sie versorgt die Nord mit Fleisch, Milch und Fell. Ja, es ist tatsächlich eine Kuh. Ich hätte es jetzt als Jack oder als... jetzt habe ich den Namen vergessen bei dem anderen. Jedenfalls als sowas Exotisches abgetan. So, hier haben wir alles befreit. Das heißt, die Banditen sind hier nicht mehr oder dürften jetzt zumindest mal nicht mehr auftauchen. So, da oben müssen wir dann hin. Allerdings erst, wenn wir da vorbei sind. Deswegen laufen wir erstmal ein Stück in die Richtung. Da ist natürlich dann auch noch irgendwas. Ich weiß zwar nicht genau was. Wir werden es uns diesmal natürlich noch nicht alles anschauen. Das ist mal klar. Es gibt hier einige... Ups, mitnehmen. Einiges zu entdecken, aber ich glaube, wir müssen da mal irgendwie da hochkommen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir das überhaupt noch schaffen, wenn wir jetzt hier unten lang gehen. Naja, gut, zumindest mal sind wir noch gar nicht so abwegig unterwegs. So, nehmen wir mit. Violette Bergblumen hinzugefügt, sehr schön. Lauter Blumen hier am Wegesrand. Okay, verkehrt es immer noch nicht. Zwar vielleicht nicht unbedingt auf den offiziellen Pfaden, aber das macht ja nichts. Das macht rein gar nichts. So. Okay, wo sind wir hier? Bevor wir hier irgendwo runterspringen. Mal ein bisschen die Lage im Auge behalten. Und wir sind... Ja, wo sind wir denn? Sind wir jetzt bei dem Hügelgrab? Sind das Geister? Oder was ist das? Das sind jetzt einfach nur diese Würmchen. Ne, bleib mal hier. Fackelwürmchenbrust, so. Okay, Moment. Halt, was war das? Mora Tampinella, nehmen wir auch mit. Versteht sich von selbst. So, und dann betreten wir einfach mal. Oder wir gehen einfach... Lydia? Ich frage mich gerade, wo sie hin ist. Noch ist es nicht allzu schlimm. So, das haben wir. Da müssen wir lang. Okay. So, die Bergblume. Zack, nehmen wir auch mit. Hildegrunds Grab entdeckt. So. Ein Kaninchen. Okay, ich denke, ich war jetzt gerade so ruhig, um zu hören, wo das Geräusch herkommt, ne? Tatsächlich ist es ein Canning, das uns so ein bisschen wie... Ja. Und da ist Lydia. Sehr schön. Okay. Ich dachte schon, sie wäre weg. Wisst ihr was? Wir gehen einfach mal hier rein erstmal. Öffnen. Holztür. Wer bist du? Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt. Wer ist in seinem Grab? Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt.
Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Meine Tante ist ihm hineingefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Und ich glaube nicht, dass ich allein mit ihm fertig werde. Interessant. Ihr lasst eure Tante dort allein hineingehen? Ah, darauf bin ich nicht gerade stolz. Ich habe schreckliche Angst vor diesem Ort. Und das weiß Agna auch. Mein Vater hat mich im Vollrausch dort eingesperrt, als er uns verlassen hat. Ich war 3 Tage da drin und habe mich von den Opfergaben für die Toten ernährt, bis Tante Agna mich fand. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt. Okay, das hört sich natürlich nach einem miesen Schicksal an, ne? Los geht's, würde ich sagen. Großartig. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Das ist schon mal gut. Begonnen. Ein uralter Kult, ja. Mach du mal die Tür auf. Aber wisst ihr was, Leute? Das soll es für diesen Bad gewesen sein. Wir werden natürlich dort hineingehen, aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Moment, was ist denn hier hinten? Okay, das nehmen wir natürlich mit. Zack. So. Und wenn er weg ist, dann nehmen wir auch direkt mal hier die Bücher noch fix mit. Oh, jetzt sind da noch mehr. Ja, das Lied von Pelinal. Okay, nehmen wir alles mit. Zack, Salz nehmen wir auch noch mit. Salz. Ich meine, der ist ja eh schon weg, also können wir das ruhig mitnehmen. So. Okay. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann ein Däumchen nach oben. Ihr wisst ja schon Bescheid. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.